So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge. Wir waren soweit eigentlich fertig hier mit Schmiede plus Stall. Und ich dachte mir, um jetzt die Abwechslung wieder mit reinzuhauen, dass das mit dem Bauen, oder kurz Bauphase fertig ist. Ich wollte eigentlich so 10 Folgen machen, aber ich habe gerade eben gedacht, nee, mach's jetzt gerade wieder was anderes. Ich habe gar nicht gerade irgendwie Lust drauf. Das wird auf jeden Fall fortgeführt, vielleicht in so 5-6 Folgen wieder, dann sind wir wieder hier. Aber jetzt geht's erstmal in dann die kleine Erkundungsphase. Und zwar, ich habe mir mal Folgendes überlegt. Ich könnte ja mal in meine alte Welt reingehen und da habe ich ja eine Map erstellt und auf dieser Map die Stellen erkunden, die ich bis noch nicht erkundet habe. Mal gucken, was da ist. Und das will ich auch gerade mal machen. Eventuell können wir da eine Höhle und was auch immer. Oder nee, warte mal. Wir haben noch eine Höhle in der alten Map, die wir noch erkunden wollten und wo wir noch nicht drin waren. Aber wir wollten es schon seit Ewigkeiten machen und da gehe ich dann, denke ich mal, doch rein. Ne, machen wir lieber das erstmal. Genau, machen wir erstmal das hier. Dazu ein bisschen, das Zeug muss ich noch raus. Dann werden auch gleich wieder die Monster eingeschaltet. Selbstverständlich, natürlich. Na, die kommen weg, kommt weg. Und ja, das Zeug tue ich ansonsten wieder hier rein. 1, 2, 3. Also alles, was wir nicht brauchen, komplett alles. Eisen brauchen wir eventuell, Pfeile brauchen wir auch. Sticks können auch gebrauchen. Bones nicht. Ich wollte schon Knones sagen. Mischung zwischen Knochen und Bones. Knones. Glas nicht, ein bisschen Holz, joa, meinetwegen. Stone nicht, Slabs nicht, das auf jeden Fall. Das nicht, das auch nicht. Und das nicht. So, jetzt haben wir erstmal hier unser Erkundungsdingens. Die Silktat-Spitzhacke möchte ich nicht mitnehmen. Eigentlich, und das Schwert, ich weiß nicht, sollten wir es vorher noch aufladen, ich habe dann für nicht genug Level. Ah, das ist schlecht, das ist schlecht. Ich würde sagen, ich nehme es mal mit und bevor es kaputt geht, mache ich mir zur Not ein Eisenschwert. Also dann, bevor es kaputt geht, kann ich einfach Crafting Box, zack, reinziehen, Sticks und Eisen habe ich schon, dann geht das. Nahrung habe ich genug dabei und dann würde ich doch mal sagen, ich mache nochmal Werkzeuge, also Spitzhacken, so Zeug nochmal von allem dazu. Also extra nicht, aber Spitzhacken und Schaufeln. Gehe ich mal dann konkret hier drüber, über den... Der Bogen ist fast weg. Egal. Müssen wir dann sehen. Müssen wir dann sehen. So vielleicht. Und die Spitzhacke lasse ich dann auch nochmal hier. Die lasse ich am besten da vorne im... Ach komm. Jo, ich sammle jetzt ein. Ich sammle jetzt mal alles ein, wenn ich schon mehr bin. Und mache daraus dann Schneeblöcke. Weil das ist dann irgendwie einen kleinen Tacken besser vielleicht. Vielleicht kann man den irgendwie noch verbauen. Also besser als wegschmeißen. So, dann 1, 2, 3, 4. Snowblocks halt. Ach Gott, jetzt habe ich hier die Dinger. Das dann noch. So, 32. 33. So, jetzt haben wir auch Schnee dabei. Yay. Anstatt mit Schneebällen kann ich mir ganz mit Schneeblock zu werfen. Wir müssen, um dahin zu gelangen, übrigens durchs Portal hindurch in die alte Welt hinein. Und mal gucken, was diese Höhle so hergibt. Aber da wollte ich ewig rein. Und als ich das letzte Mal, glaube ich, da war, hat jemand gesagt, dass wir nochmal wieder rein wollten. Oder vor ewig langer Zeit. Und das machen wir dementsprechend auch. So, wie sieht's aus? Ich könnte mal wieder die Mobs übrigens auf easy einschalten. Die Sounds kann ich runterschrauben wieder auf 30. Musik bleibt auf, weil ich füge hier eigene Musik im Hintergrund mit ein. Die Spitzhacke tue ich vorher raus, weil die möchte ich nicht verlieren. Das Schwert würde ich mitnehmen im Falle, dass ich es halt brauche, ne? Und dann geht's erstmal wieder durch. Beeilen wir uns. Yay. Ich finde es jedenfalls gut, dass dann doch ein bisschen die Abwechslung mit reinkommt. Da vorne haben wir unsere Netherrack Farm. Wir können jetzt erstmal noch ein Netherrack draußen anbauen. Sieht voll komisch aus. Aber es bewegt sich wieder. Yay. Wieder bewegende Texturen. Also außer von Flammen und so. Muss aufpassen, dass kein Gas jetzt kommt. Und irgendwas ruckelt gerade, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe gerade 56, 60 FPS. Yay. Das hier war ursprünglich mal ein Weg, übrigens mit dem Cobblestone, wo man ja langlaufen konnte. Einfach nur so als Richtungsweise, damit ich weiß, wo es lang geht, aber mittlerweile kenne ich das hier innen auswendig. Oh oh. Verdammt. Ich muss ausweichen. Gas hinter mir. Der wird wieder schießen. Oder auch nicht. Hier war doch gerade noch einer auf mich gefeuert. Egal. Nicht nach hinten schauen. Nein, ich schaue nicht nach hinten. Einfach weiterlaufen, Melonen essen. Ja, jetzt geht die Hungeranzeige extrem runter. Wer hätte es gedacht? Auf Peaceful gehen gar nicht. Ja, ist jetzt eingestellt, aber. Aber auf einmal, ich muss hier nur einen kleinen Zacken entlanglaufen. Schon hier Hungeranzeige fast komplett. Ne, was heißt fast komplett? 3 Stück fehlen. Jedenfalls überall sieht man die Krater.
von den Gas. Oh, das hat gerade gehangen, keine Ahnung wieso. Man kann übrigens Nether-Portale auch synchronisieren. Das heißt, es geht auch, dass man mehrere Portale irgendwie macht und dann mehrere. Ja. Ich hätte fast. Okay, eben gerade ist mein Fraps abgestürzt und ich habe keinen Plan, wieso. Wirklich null Plan. Irgendwie hat es auf einmal gehangen, das ist noch nie passiert. Never ever before, aber jetzt geht's auf einmal. Okay. Dann lassen wir das gerade mal. Keiner was gesehen, ich weiß nicht, wie viel überhaupt noch auf der Aufnahme drauf ist. Müssen wir dann gleich mal gucken, aber es hat keiner was gesehen. So, gut, das nehme ich jedenfalls nochmal mit. Also wir sind jetzt mehr oder weniger dann auf komplett neue Höhlentour, Erkundungstour. Wenn wir schon da sind, noch die Ressourcen mit. Irgendwann werden wir es sowieso brauchen. Ja, typisch alte Höhle noch. Man sieht es, glaube ich, mit der vielen Erde. Ah nee, das ist unter Meeresgrund. Stimmt, ich kann froh sein, dass hier kein Wasser reinläuft. Das kommt dann hier unten nach. Das ist auch wieder Skelett. Jedenfalls, ich wollte es mal so machen. Erkundungstour auf einer Beta 1.4.5 Höhle von alt, ganz, ganz alten Map. Und das Wasser hiervon würde ich auch gern abklemmen. Wenn das geht. Ich habe Cobblestone dabei. Da rein. Irgendwie. So, natürlich muss man jetzt gucken, dass wir noch wieder hochkommen, ne? So, passt. Wow, nein! Ach komm. Ja gut, da ist ein Wasser explodiert. Das geht ja noch. Hier geht's auch noch rein. Kohle an der Decke, aber sonst nichts Besonderes mehr. Ich mach lieber Fackel wieder wegen diesen furchtbaren Mobs, die dann sonst wieder von hinten kommen. Da geht's nochmal weiter. Oder? Sieht so aus, wie man die neue Höhle macht. Nein! Alter. Muss es denn immer wirklich so explosiv sein? Das war es ja dann gewesen. Alter. Meine Fresse. Okay, das soll ich nämlich lieber mit, schnell mit und dann verschwinde ich auch schon. Übrigens ein Grund, warum ich auch die Erze abbaue, ist nicht zwangsläufig, weil ich die Kohle brauche, aber weil ich die Experience brauche, die ich dafür kriege. Wenn man genau hinguckt, man kriegt die Experience dafür und mit diesen Experience kann ich wieder das Schwert reparieren. So, ne, nebenbei gesagt, falls jemand fragt. Ich kann nur hoffen, dass das Ding jetzt hier ein klein wenig größer wird noch. Und nicht schon hier endet. Was es aber so tut. Aber was ich jetzt nicht so ganz glaube, denn da vorne geht es auch noch weiter. So. Ja, das gefällt mir doch schon eher. Genau. Du betreibst doch gleich erstmal richtig. Ja, das mit den Texturen packen ist ein bisschen blöd. Also mit den Zombie-Texturen und so. Ja, genau. Los, komm. Ihr schießt euch gegenseitig. Los, haut rein. Ach nee, nicht auf mich. Ist ja langweilig. Das kennen wir doch schon. Schlag dich untereinander. Reaper. What? Da war noch einer. Okay. Es wird immer mysteriöser. Da ist hinten auf einmal ein Tintenfisch noch mit reingekommen. Das Tolle ist, hier gibt es keinen Minenschacht. No Minenschächte. Weil hier noch keine, weil es noch keine Minenschächte gab, als diese Höhle erstellt wurde oder generiert wurde. Das ist natürlich extrem geil dann. So, kommen die bauen wir auch mit ab. Eisen. Werde ich dann wahrscheinlich. Alter, wir sind hier noch. Soll ich das ganze Zeug ja noch hier rausbauen? Ach so, ja, das ist die Stelle von hinten, ja. 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 Wie, jetzt kommt von vorne ein Creeper oder so. Okay, geht doch. Beta 1.5 Höhlenerkundung. Ist doch mal was extrem Nices. Eventuell müsste ich. Keine Ahnung, vielleicht irgendwie so ein.
könnten doch mal echt alte Sachen wieder erkunden. Ich glaube, ich habe noch Saves übrig von den Bin-Ordnern und kann deshalb auch alte Maps wieder generieren. Ah, hier, ah ja, ja gut. Nur Fledermäuse sind halt neu. Die gibt es aber jetzt trotzdem schon hier, weil die hier spawnen dann auch als Mobs sind. Wow. Okay, ja, ja, ich war wahrscheinlich schon ewig hier, dann hat sich hier die Pilzkolonie ausgebreitet. Damals, warte mal, seit neuestem gibt es ja keine Pilze mehr in Höhlen, kann das sein? Die wachsen gar nicht mehr so wie hier. Oder? Also mir ist nicht mehr aufgefallen, seit irgendwie, dass es eine Höhle war und dass hier so Pilzkolonie gewachsen ist. Übrigens, hier bewegen sich auch die Pilze. Dim, dim. Einen lasse ich natürlich da, damit er sich wieder verbreitet. Und das sieht irgendwie komisch aus. Also mit dem Dingensen allgemein. So, als ob hier der Gang künstlich angelegt wurde. Ist aber nicht. Ja, genau. Schießt durch Wasser. In echt würde der Fall hier nicht durchgehen. Das sagt ihr aber. Selbst eine Pistolenkugel wird schon aufgehalten von so einer, also keine Ahnung, 50 cm Wasserschicht oder so. Die prallt auf, verformt sich gleich schon. Also das geht. Sag mal, warum kann ich nicht dagegen anschwimmen? Schwimmen? Schwimmen? Einfach schwimmen. Aha, warte mal, geht's auch nochmal hoch. Da unten gucke ich gleich. Oh ja, oh ja, oh ja. Es wird doch größer als gedacht. Ich weiß, Fackeln setzen ist ja gut, ihr könnt nicht viel sehen. Sag das doch gleich. Oh, schade, hinten ist nichts mehr. Das ist schlecht, außer Eisen halt. Aber wegen Eisen gibt es höchstens die EP nur, wenn man es im Ofen schmilzt. Also, ich würde es auch mitnehmen. Das ist praktisch so wie Monsterfalle. An die Monsterfalle stellen, nur ein bisschen effektiver eigentlich. Am Main kann man jede Menge leveln. Eigentlich, theoretisch. Besonders bei Kohle. Oder Redstone. Gibt es jetzt nämlich viel und auch viele EP. So vorstellen, ein Block ist ein Mob, den du killst. Ja, Skelett, das war nix hier. Das war nix. Ja. Ich würde sagen, die Höhle ist ja auch schon eigentlich zu Ende. Aber das glaube ich nicht ganz. Ich glaube, hier sind noch viel, viel mehr Höhlen an sich so drin. Ich drücke mal kurz F3. Y38. Ich grabe mich mal einen kleinen Tacken weiter. Vielleicht treffe ich auf noch mehr. Ja, 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 gut, nee. Seht ihr bei der nächsten LP vor. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Beende das Ganze hier. Danach stürzen wir uns in diesen dunklen Ast hier einfach runter. In der Hoffnung, wir werden nicht gleich vom Creeper zerfetzt. Bis gleich oder demnächst. Tschüss.